Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Antrag, den wir heute mit Ihnen beraten wollen, der sieht vor, dass der Landesmindestlohn auf 14 Euro erhöht wird und dass die Zuschläge obendrauf kommen. Und das ist auch bitter nötig. Wir brauchen nämlich einen Mindestlohn, der effektiv vor Armut schützt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir erleben seit dem russischen Angriff auf die Ukraine eine Preisexplosion. Bei Lebensmitteln, Energie, bei Strom sehen wir Teuerungssprünge im zweistelligen Prozentbereich. Und wenn der Landesmindestlohn jetzt nicht auch kräftig steigt, dann führt das dazu, dass die Beschäftigten die Inflation und den Krieg und die Zeche dafür aus ihrer eigenen Tasche bezahlen. Und das kann nicht sein, Kolleginnen und Kollegen. Der Landesmindestlohn, das wissen Sie, gilt für die Menschen, die im öffentlichen Auftrag die Stadt am Laufen halten, also für die öffentlichen Betriebe, für soziale Träger. Und wenn wir für diese Menschen den Grundsatz öffentliches Geld nur für gute Arbeit ernst meinen, dann müssen wir jetzt dafür sorgen, dass der Landesmindestlohn schnell auf 14 Euro hochkommt. Dafür spricht übrigens auch die EU-Mindestlohnrichtlinie. Die Vorgaben da gehen auch in Richtung 14 Euro. Und ich finde, hinter so einer Richtlinie dürfen wir hier in Berlin in keinem Fall zurückbleiben. Und um das klar zu sagen, die mickrige Erhöhung des bundesweiten gesetzlichen Mindestlohns auf gerade mal 12,40 Euro ist in keiner Weise ausreichend. Das hat übrigens auch, als das verkündet wurde im Juni, unsere Arbeitssenatorin Frau Kieseltepe völlig zu Recht scharf kritisiert. Und sie hat sogar gesagt, diese mickrige Erhöhung, das ist eine Gefahr für die Würde der Beschäftigten. Ich finde, da hat sie absolut recht, völlig richtig. Das Problem ist nur, Frau Senatorin und auch liebe SPD, das Problem ist doch, dass ihr im Koalitionsvertrag mit der CDU vereinbart habt, dass genau diese mickrige Erhöhung auf Bundesebene der Maßstab sein soll, auch für die Erhöhung des Landesmindestlohns. Und das kann doch wirklich nicht sein. Also wenn das ein Angriff auf die Würde der Beschäftigten ist, liebe SPD, dann könnt ihr das doch nicht wirklich hier in Berlin übertragen wollen. Dann müsst ihr das anders machen, spätestens jetzt. Ihr macht eine ganze Menge Quatsch mit der CDU. Zaun um den Görlitzer Park haben wir schon gehört. Dann haben wir gehört Olympia 36. Für alles ist Geld da. Aber zumindest, liebe SPD, gegenüber den arbeitenden Menschen in der Stadt, solltet ihr so viel Anstand zeigen und mit uns für den Antrag auf eine Erhöhung des Landesmindestlohns auf 14 Euro stimmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben hier im Parlament eine Mehrheit für die 14 Euro, die Grünen sind auch dabei. Also meine Bitte an die SPD, schafft da Fakten, stimmt auch dafür, stellt euch hinter die arbeitenden Menschen hier in der Stadt. Und es soll mir bitte keiner kommen mit dem Argument, es gibt ja auf Bundesebene die Mindestlohnkommission, da sollen unabhängig die Sozialpartner etwas regeln und da dürfen wir auf keinen Fall politisch eingreifen. Wenn es so wäre, dass die Sozialpartner alleine für armutsfeste Löhne sorgen könnten, dann bräuchten wir doch den ganzen Mindestlohn nicht mehr, weder den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn noch den Landesmindestlohn. Die Sozialpartner können das eben nicht leider, wie es früher war, alleine regeln. Und wann bitteschön, liebe Freunde von der SPD und von der CDU, wann bitteschön bräuchten wir denn einen politischen Eingriff in das Lohngefüge? Wenn nicht jetzt, das habe ich schon angesprochen, wir haben eine explodierende Inflation, wir haben Corona gerade hinter uns, wir haben die Energiekrise. Wann, wenn nicht jetzt, muss denn bitte sonst die Politik für armutsfeste Löhne sorgen? Ich finde, es ist jetzt allerhöchste Zeit dafür. Also unterstützen Sie bitte unseren Antrag. Lassen Sie uns möglichst schnell den Landesmindestlohn auf 14 Euro brutto hochsetzen. Und in unserem Antrag geht es ja nicht nur darum, dass der Landesmindestlohn auf 14 Euro steigt. Wir wollen auch, dass Zuschläge, also Nachtzuschläge, Überstundenzuschläge und so weiter, dass die on top kommen. Da geht es nicht nur um die Gesamthöhe der Vergütung, sondern es geht auch einmal um eine individuelle Gerechtigkeit. Der Landesmindestlohn soll eine absolute Untergrenze sein für die Arbeit unter Normalbedingungen. Wenn jetzt ein Beschäftigter unter besonders erschwerten Bedingungen arbeitet, zum Beispiel in der Nacht oder so, dann muss er natürlich auch die entsprechenden Zuschläge kriegen. Es ist doch ungerecht und überhaupt nicht einsehbar, warum jemand, der den Mindestlohn fällt, den Zuschlag nicht kriegt, aber jemand, der mit seinem Grundlohn schon oberhalb des Mindestlohns ist, diese Zuschläge obendrauf bekommt. Das ist absolut ungerecht und kann nicht so bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und letzter Punkt.
Es geht nicht nur um individuelle Gerechtigkeit, es geht auch um den Schutz des betrieblichen Lohngefüges. Wir wollen den Landesmindestlohn als Armutsschutz im betrieblichen Lohngefüge, als Untergrenze. Aber wir wollen doch mit dem Mindestlohn nicht das betriebliche Lohngefüge, gerade wenn es aus dem Tarifvertrag kommt, komplett platt machen oder einnivellieren. Die Abstände, die vorgesehen sind, sollen noch erhalten bleiben. Und deswegen müssen mögliche Zuschläge, die im Betrieb vorgesehen sind, für besonders belastende Tätigkeiten, Nachtarbeit und so weiter, schon aus kollektivrechtlichen Gründen eben obendrauf kommen. Also auch das, denke ich, ein guter Grund für eine klare Zustimmung zu unserem Antrag. Und ich werbe darum, liebe Kolleginnen und Kollegen.